Christian aus Frankreich freut. 2000 Zuschauer sind hier gekommen, die Halle ist ausverkauft, doch bevor es soweit ist, zeigen wir Ihnen einen Fight im Halbschwergewicht. Mit dabei die neue Trumpfkarte im SES-Boxstall Hachi Krasnitschi. Er trifft auf Jindřich Velečký aus der Tschechischen Republik. Der Kampf ist auf 8 Runden angesetzt. Krasnitschi hofft bei einer guten Leistung heute demnächst um einen internationalen Titel boxen zu können. Hat bislang überzeugt mit seinen Leistungen für seinen neuen Arbeitgeber, den SES-Boxstall. Er hier kann viel vertragen. Jindřich Velečký, 36 Jahre ist er alt, 1,80 Meter groß, hat 29 Kämpfe bestritten, 17 davon gewonnen. Dann auch noch gleich die Vorstellung von Hachi Krasnitschi. Beide in der Ringmitte. Nach der Werbung geht es dann weiter. In der Sparta Arena in Prag. Und sehen hier einen Kampf im Halbschwergewicht zwischen Hachi Krasnitschi in der roten Hose und Jindřich Velečký in der schwarzen. Ganz guter Kampf hier in den ersten drei Runden. Die ersten beiden Runden mit leichten Vorteilen für Hachi Krasnitschi. Aber in der dritten Runde, da hat er doch einige harte Treffer hinnehmen müssen. Der Kampfrekord von Velečký liest sich etwas bescheiden. 29 Kämpfe, 17 Siege. Okay, nicht allzu viel, werden einige sagen. Aber 16 Mal gewann er vorzeitig. Also wenn er mal hinlangt, dann ist da richtig ein Pfund dahinter. Krasnitschi, der bessere Techniker, aber er muss aufpassen. Gerade in der dritten Runde hat er sich in die Ringecke drängen lassen. Und dann hat er einen Aufwärtshaken, einen rechten, eine linke bekommen. Und da hat ganz schön geklingelt. Hachi Krasnitschi, 35 Kämpfe, 33 Siege, 11 Mal gewann er vorzeitig. Ist 23 Jahre alt, etwas länger als Velečký, 1,86 Meter. Und Ringrichter ist Dusan Hečko aus der Tschechischen Republik. Und er hat die alleinige Entscheidungsgewalt heute. Also er ist der Einzige, der hier punktet in diesem Kampf. Tornado nennt er sich, Jindřich Velečký. 36-jähriger Haudegen. Stammt aus Česká. Trebová hieß früher Trübau. Liegt in Ostböhmen. Kampf ist auf 6 Runden angesetzt, eigentlich auf 8, aber weil sich hier alles etwas verzögert hat an diesem Kampfabend. Schneechaos in Prag. Viele Zuschauer sind noch unterwegs oder erst später gekommen. Also nur auf 6 Runden dieser Kampf angesetzt. Krasnitschi besiegte zuletzt in Riesa Konstantin Makanku aus Russland. Ganz unbequemer Gegner. Hat aber gut ausgeboxt. Hat sich nicht provozieren lassen. Ist überhaupt ein ruhiger Geselle. Dieser Hachi Krasnitschi lebt in München. Sind wir wieder live in Prag und wenn Sie auf den Hauptkampf warten, auf die Europameisterschaft, den Superweltergewicht zwischen Lukas Konechny und Hamlet Petrosian, so gegen 21.35 Uhr wird der Kampf dann starten. Wir sind hier in der fünften und vorletzten Runde. Gute Rechte jetzt hier von Krasnitschi. Wurde er mit 18 Jahren Profi, fuhr dann ganz schnell 2 Niederlagen ein gegen den unbequemen Sven Haselhuhn und den Rumänen Adrian
Semiaga. Aber das war es dann auch schon in Sachen Verlieren. Seitdem hat er alle seine Fights erfolgreich zu Ende gebracht. Bemerkenswert vor allen Dingen 2010 sein K.O.-Erfolg über Alexander Sipos. Ist auch international deutscher Meister des Verbandes GBO. Den Titel gewann er gegen Tan Nidima. Ja, zweimal der Versuch eines Aufwärtshakens. Aber dieser Wilecki kann einiges wegstecken. Profi seit 2001, verlor unter anderem gegen Rudolf Greig, Jean-Marc Monroos, William Gehr, Robert Stieglitz. Also alles ganz gute Namen. Robert Stieglitz ist ja inzwischen Weltmeister geworden. Ganz konzentriert hat Gigasnici. Ja, nicht gerade eine Runde, wobei die jetzt hier sie voll verausgaben. Aber wenn er Aktionen setzt, Krasnici hat alles Hand und Fuß. Kopf, Kopf. Treffer versucht auch auf den Körper zu ziehen. Sekunden in dieser fünften Runde. Nach Punkten ist er klar vorne. Hachi. Krasnici schreibt sich Haxi, spricht sich aber Hachi. Passt zum Wetter hier in Prag. Ja, dieser Jindri Belecki. Macht hier nochmal an. Zeit zwischen Hachi Krasnici in der roten Hose, falls Sie es jetzt eingeschaltet haben, und Jindřich Bilecki. Und er macht hier nochmal richtig Punk. Er weiß, den Kampf kann er nach Punkt nicht mehr gewinnen, aber so ein K.O. wäre auch nicht schlecht. Und dass er Dampf in den Fäusten hat, das zeigen seine 16 vorzeitigen Siege. Immer die Rechte zum Kopf von Krasnici, der muss jetzt aufpassen. Das darf er gar nicht. Er sollte sich da nicht an die Ringseite stellen, sondern soll beweglich bleiben, wie er das in den Runden zuvor gemacht hat. Die Schlaghand umgehen. Ja, und dieser Jindri Wilecki, der hat hier nochmal Blut geleckt. Wird auch mal mit dem Ellbogen gestoßen. Allerdings nicht gesehen von Dusan Hetschko, dem Ringrichter. Ja, da wacht auch die Halle auf. Die 2000 drücken natürlich Jindřich Wilecki hier die Daumen. Natürlich auch viele Schläge von Wilecki, die da irgendwo in der Luft landen und nicht da, wo sie hin sollen. Aber Hut ab, er versucht hier nochmal alles um das Blatt zu wenden. Schöne Rechte zum Kopf von Krasnici. Aufwärtshaken, die Rechte jetzt von Krasnici, allerdings landet er viel auf der Deckung von Wilecki. Ja, er pumpt jetzt ein bisschen, zack, Aufwärtshaken, der war gut. Hachi Krasnici lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Aber auch in diesem Kampf sieht man, wo es bei ihm etwas hapert, das ist die Schlagkraft. Denkt er nochmal. Die Rechte, brandgefährlich, Wilecki. Wenn Krasnici da international weiter nach vorne kommen möchte, muss er schon noch eine Schippe zulegen. Das Zeug hat er, aber er muss
an seiner Schlagkraft noch arbeiten. Ist ja Sparringspartner von Robert Stieglitz, kann er sich einiges abschauen. Vom WBO-Weltmeister dann nochmal die Rechte. Vollkommen unnötig, dass er sich hier noch einmal auf so einen Schlagabtausch da einlässt. Und dann ist der Kampf vorbei. Ja, da freut er sich. Und nach der Werbung sagen wir Ihnen dann, wer diesen Kampf gewonnen hat. Ja, in Prag, Siegerehrung haben wir knapp verpasst. Hadži Krasniqi hat hier nach Punkten gewonnen. Dusan Hečko hat sich für ihn entschieden, aber es war ein hartes Stückchen Arbeit für den Mann aus Ulf Steinfurts SES-Boxstall. Ja, da stellt er sich zur Siegerpose. Hat technisch überzeugt, was die Schlagkraft angeht, habe ich vorhin schon gesagt. Da hapert es noch ein bisschen. Hier noch einmal Zeitlupen aus der letzten Runde. Schöne Linke, zweimal auf der Innenbahn durchgekommen. Da hat er sich natürlich die Punkte geholt, die zum Sieg notwendig waren. Aber Beletski hat hier ebenfalls einen guten Kampf abgeliefert. Besser als von Krasniqi wahrscheinlich erwartet. Und Krasniqi musste auch einiges einstecken. Schön nochmal hier der Kinnhaken. Und da ist natürlich viel aus dem Unterarm rausgeschlagen bei Beletski. 36 Jahre alt ist er. Seine boxerische Karriere neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Aber er ist ein Fighter, das sieht man.